willkommen beim neuen Review von MPS Smoking Reviews. Heute bin ich mal in Ansbach bei meinen Kumpels und review mal alleine ohne die anderen, Justus und Vinzenz. Und heute reviewen wir, gestern vom Simon bekommen, den ausländischen Nackler Doppelapfel. Viele sagen ja Doppelapfel, Arnes. Ja, es geht. Erstmal zum Schnitt. Also der Tabak ist eigentlich für Nackler sehr, sehr fein und auch ziemlich feucht, weil es halt ausländisch ist, aus Ägypten, vom Duty Free Shop am Flughafen, und eigentlich sehr feucht und ziemlich gut zum Kopfbau. So, wenn man jetzt mal riecht am Tabak, der riecht eigentlich fast gar nicht nach Arnes. Da kommt ein richtig guter Apfel durch. Also erstens mal die Süße von dem roten Apfel und dann noch ein bisschen das Säuerliche vom Grün. Ja, eigentlich eine sehr gute Mischung aus rotem und grünem Apfel. So, jetzt kommen wir mal zum Geschmack und zum Rauch. Also Rauch ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Wir haben nicht angefeuchteten Tabak, also man kann noch anfeuchten, aber ist eigentlich, braucht man fast gar nicht. Und raucht eigentlich ziemlich gut. Geschmacklich. Ist der Tabak, eigentlich hat er eine sehr gute Apfelnote. Es kommt ziemlich stark eher der säuerliche Apfel durch, also der grüne Apfel. Und der rote Apfel hält sich eher so im Hintergrund und der Tabak ist nicht so süß. Und die Anisnote, sie ist eigentlich verhalten, wenn man den Windschutz drauf hat und länger Zeit raucht, dann kommt die Anisnote ein bisschen durch. Aber ist eigentlich im Vergleich, wenn man dann zum Alfaka-Doppelapfel, ziemlich gering, und ich finde den Tabak eigentlich ziemlich lecker für einen Doppelapfel, obwohl ich ihn normalerweise nicht so sehr mag. Zum Setup, wir rauchen in der Nagilim MPS Carbon Green mit einem, ich rauche mit einem KS, ganz normal, Glasmundschluck, Silikonschlauch und drei anderen Schläuchen. Und der Durchzug ist eigentlich ziemlich gut, mit Nagilim Vortex, mit drei Brigos und einer Rundlochung. Kopf ist dreiviertel gefüllt, ja. Wir rauchen jetzt schon ziemlich sozusagen eine halbe Stunde, der Rauch ist immer noch in Ordnung. Also, ja, Tabak gebe ich insgesamt sogar 9,5 von 10 Punkten, weil für mich, für einen Doppelapfel-Tabak, hat er mich sehr stark überzeugt. Und er schmeckt ziemlich gut, obwohl ich davor von Doppelapfel ziemlich über abgeneigt war. Und ich kann den Tabak eigentlich nur empfehlen. Also, das war's. Demnächst sieht man sich vielleicht wieder in ein paar anderen Reviews wieder. Raucht weiter und habt Spaß.